you that milk is of good sort. Isn't it pretty happening? You know, have you ever been? We're so happy to see you. Servus Leute und herzlich willkommen zu meiner allerersten Game Review auf meinem Kanal. Heute testen wir, beziehungsweise erzähle ich euch etwas über das neu erschienene Spiel Real Life, das realistischste Spiel aller Zeiten. Ich werde mich in meiner Analyse auf einen Artikel im Postillon beziehen. Link in der Beschreibung, könnt ihr gerne nachlesen, aber ich lese euch jetzt erstmal den Artikel darüber vor. Der Postillon schreibt: Die Games von heute werden immer realistischer. Der neueste Renner ist Real Life, ein massively multiplayer reality role-playing game, MMORPG aus dem Hause Universum. Bei diesem Spiel geht es darum, ähnlich wie bei Second Life, einen Menschen, Klammer sich selbst, zu steuern und soziale Kontakte zu knüpfen. Doch auch Aufgaben ähnlich der Quest bei WoW müssen gelöst werden, um im Rang aufzusteigen. Der Postillon hat das extrem realistische Spiel, das in Deutschland als echtes Leben erscheinen soll, gemeinsam mit Computer Postillon ausführlich unter die Lupe genommen und erklärt, warum es bei Computer- und Videospielfanatikern vermutlich trotz zahlreicher Features scheitern wird. Ja, das war das Intro und jetzt fangen wir einfach mal an. Hier, als erstes zur Installation. Die Installation ist kinderleicht, man muss nur den Rechner herunterfahren und es dann sofort losgehen. Systemvoraussetzungen? Keine! Ja, das kann also jedes Spiel. Zweitens, Grafik und Soundeffekte. Optisch und akustisch ist Real Life ein Meilenstein. Die satten, völlig ruckelfreien 3D-Grafiken ohne 3D-Brille und der unglaublich klare Stereo-Sound sind ein echter Leckerbissen. Dazu kommen volle Geruchs- und Geschmacksunterstützung sowie ein Tastsinn. Beta-Tester Michael Drüse. Alles wirkt so echt, als wäre man wirklich in dieser Welt. Screenshot aus Real Life. Link in der Beschreibung. Selbst Fliegen, kleine lästige Gegner, sind bis ins kleinste Detail durchdesignt. Einzelne Pixel lassen sich nicht erkennen. Ja, das hört sich doch mal sehr gut an. Glaube ich, die beste Grafik auf dem Markt. Dann zur Steuerung. Die Steuerung folgt ganz intuitiv. Allerdings nicht via Controller, Tastatur oder Joystick, sondern mit dem ganzen Körper, wie bei der Wii. Will man gehen, so setzt man einen Fuß vor den anderen und verlagert sein Gewicht vorsichtig nach vorne. Allerdings klagen viele Beta-Tester, darunter auch langjährige WoW-Profis, dass sich ihr Charakter äußerst plump und unbeholfen bewegt. Angeblich lässt sich dieses Manko jedoch mit viel Übung beheben. Ja, also Steuerung für jeden machbar, hoffe ich mal. Spielwelt. Real Life ist beinahe grenzenlos. Die Spielwelt ist um ein Vielfaches größer als etwa bei Warhammer Online. Gleiches nur in Ausnahmefällen möglich ist, den Planeten zu verlassen. Nahezu alles ist frei begehbar. Ausnahmen, militärisches Sperrgebiet, Edeldiskus, dünnes Eis im Winter. Die Spielfigur kann mit allen Gegenständen und Personen interagieren. Es gibt verschiedene Rassen, Klassen und Religionen. Allerdings kann man sich erstere nicht, die beiden anderen nur bedingt selbst aussuchen. Sie werden vom Spiel durch einen Zufallsgenerator zugeteilt. Also, fünftens, Action. Action-Szenen sind in echtes Leben rasant und heftig. Das Risiko, man stirbt verdammt schnell, hat nur ein Leben und keine Continue, ist allerdings so groß, dass man Action-Szenen lieber meiden sollte. Erschwerend hinzu kommt, dass man nicht speichern kann und somit alle Konsequenzen für das eigene Handeln tragen muss. Mit nur einem Leben ist sogar ein mittelschwerer Gegner wie dieser Skinhead schwer zu besiegen. Sex-Szenen. In echtes Leben kann man unglaublich guten Sex haben. Wohlgemerkt kann. Sämtliche Beta-Tester beklagten sich, dass es vergleichlich mit Second Life bereits unglaublich schwierig sei, hässliche Exemplare des bevorzugten Geschlechts ins Bett zu bekommen. Kritikpunkt Jugendschutz. Auch Jugendliche können Sex-Szenen spielen, wenn Eltern nicht aufpassen. Ganz ohne geht's anscheinend doch nicht. In Sex-Szenen kommen oft Joystick und Maus zum Einsatz. Quests. Es gibt unendlich viele Quests, die man bewältigen muss, um aufzusteigen. Schule, Universität, Arbeit, gesellschaftliche Verpflichtungen etc. Die meisten davon sind allerdings stinkelangweilig. Was wirklich Spaß macht, kostet viel Zeit und Geld. Fehler werden hart bestraft und einzelne Level können nicht wiederholt werden. Ja, das ist echt schwer.
Realismus. Echtes Leben ist extrem realistisch. Allerdings klagen viele Beta-Tester, dass man auf Toilettengänge echte Schmerzen und Genitalpilze getrost hätte verzichten können. Dass wiederum Magie und Zaubersprüche überhaupt nicht vorgesehen sind, wird als Mangel an Fantasie seitens der Entwickler gewertet. Wie so oft ist das Spiel an sich gratis. Aber Vorsicht, sämtliche Add-ons wie Essen, Haus, Auto, Familie oder Drogen kosten Unsummen und rauben auf Dauer viel Spielspaß. Nur Cheater, zum Beispiel Kinder reicher Eltern, Trickbetrüger, skrupellose Menschen, kommen voll auf ihre Kosten. Davon hat man nie genug. Spielwährung von Real Life. Euro. Beziehungsweise Dollar. Fazit. Alles in allem lässt der Spielspaß sehr zu wünschen übrig. Wer braucht... Zwar braucht man deutlich... durchschnittlich über 78 Jahre, Afrikaner schaffen es deutlich schneller, um echtes Leben durchzuspielen, aber der knackige Schwierigkeitsgrad, der übertriebene Realismus und der hohe Preis sind gute Gründe, warum Fans von WoW, der Herr der Ringe Online und anderen Rollenspielen Real Life wohl links liegen lassen werden. Postieren, Spielbewertung 5.0, mangelhaft. So, das war jetzt die Spielanalyse von Real Life von Postillon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Kommentar da und ich bin raus. Servus!